Oder na du bist, da du bist. Jetzt rennt sie hier draußen rum, da endlich ist er raus. Noch mal Zeit. Ich kann mal. Was macht die überhaupt hier? Ich find's null sinnfrei, sie allgemein als Charakter hier zu haben. Ich glaube, die wollten einfach was Weibliches haben. Ja, aber mit drei Beinen und drei Haaren? Und null hilfreich, also ich meine, wie sexistisch willst du sein? Kevin ist dasselbe. Stimmt. Hat auch drei Beine. Wenn du wenigstens ihre Knarre gibst, kann sie vielleicht zielen. Kannst du wirklich? Naja, du musst ihr halt, deswegen kannst du ihr auch eine Knarre geben, aber wir müssen ihr erstmal eine Knarre geben. Es ist halt so, brauchst du noch extra Munition, brauchst du noch dies, das, Ananas. Wer weiß, wer weiß. Ach ja, man kann ja die Waffen geben, aber ich bin dumm, ne? Vorhin noch mal ausgetestet. So, so. Hast du Lappen verbraucht, also Tücher verbraucht? Nö. Okay. Wir führen eine Liste. Ich würde dir sagen, wenn ich was rausnehme. Okay, weird, weil wir nur zwei Tücher haben. Okay. Also ich habe noch keine Rüstung gemacht und Rüstung wäre ja praktisch gesehen mit Tüchern ja. Noch nicht. Wofür ich Tücher bräuchte. Lichter oder so, oder? Brauchst du für Bogen oder so? Nö, für Bogen brauchen wir keine Tücher. Ist irgendwas in deinem Inventar? Ich glaube, wo hast du hier die Tücher? Ich sehe die gerade gar nicht. Da. Da unten, ne? Nee, ich habe keine. Gar keine Inventar. Null. Also ich wäre dann dafür, dass wir morgen mal auf Erkundungstour ein bisschen gehen? Ja. Das ist halt ein bisschen Stuff sammeln. Da ist er dabei. Das ist prima. Weil ohne Tücher können wir ja auch keine Rüstung herstellen. Korrekt. Wollen wir denn so lange eine andere Rüstung bauen? Oder brauchen wir um... Ich glaube... Das ist halt für Winter wichtig, ne? Die Tücher brauchen wir für Winter, ja. Aber was brauchen wir nochmal für die Knochenrüstung? Ich hab vergessen. Ich glaube, da brauchen wir auch viel Stuff. Seil und Klebeband. Also ein paar könnten wir machen. Nee, ich will halt kein Seil, kein Klebeband für das verschwenden. Aber irgendwann brauchen wir Rüstung, glaube ich, ne? Ja, deswegen wollte ich ja für die anderen Sachen sammeln, wo wir wissen, wir kriegen genug. Stimmt, oben müsste noch ein Seil und zwei Tücher sein. Ich gehe mal nach oben. Da oben war ja noch so ein Ding. Hm. Sollte ich probieren, da runterzukommen? Warte, probieren wir mal. Falls du mal mitkommen willst oder so. Ich mach die Tür zu, bevor sie wieder reinrennt. Das kann sie so hart knicken, dass sie sich jetzt sonst versteckt. Hallo Bambi. Kuckuck. Treff nicht. Kuckuck. Headshot. Da muss man aber auch üben für, ne? Also ist ja auch ein bisschen anstrengend. Also dabei, das ist prima. Na, Ohrwurm. Viva Hodoria. Wir feiern die Liebe, das Leben und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Ah, saufen! Was? Tuchtuch, Seil. Ich habe keinen Orientierungssinn. Wo bist du? Ich bin einfach geradeaus lang gegangen. Ich bin Krim, ich habe einen Orientierungssinn. Ich weiß, wo was ist. Ich habe so viel Glück in meinem Leben. Habe ich auch. Denn du bist bei mir. Ich muss so einiges hier gut machen. Ich warte extra auf dich, damit du noch. Ich beeil mich da schon. Ich habe aber keine Ausdauer. Ich bin alt. So, Seil und zwei Tücher. Nice, und ein Steinbaum. Lass mich nicht zurück. Ich bin nicht zurück. Guckst mal, wie weit es von uns entfernt ist. Sorry, aber... So 2 Meter. Ich hab keine Orientierung gesehen. Nein, komm rein, Mann. Späßchen, Häschen. Komm. Das ist gemein. Nein. Ich weiß, dass ich keine Orientierungssinn habe. Friss den Baumstamm, Junge. Bin dabei. Komme ich eventuell, warte, jetzt probiere ich es mal aus. Ich mache jetzt mal so. Komme ich eventuell dann noch runter und könnte das eventuell. Hui! Ist wieder so schön verbuggt hier. Was denn? Ja, ist ein bisschen verbuggt, glaube ich. So, jetzt haben wir ein paar Knochen. Der ist ja nicht mal ganz gerade. Das ist ja. Guck mal. Hm? Er hebt sein Beinchen, er muss mal. Hör auf, ihm ist das unangenehm. Irgendwas ist da. Kann ich den echt nicht abnehmen? Alter, die sind die ganze Zeit am Tiere töten hier. Ich höre nur die ganze Zeit gequietsche. Glück gehabt.
Ich finde es aber gut, dass Kevin einfach den Bart. Ach, stimmt. Du hast hier so. Bei mir ist alles verbuggt. Ich kann selbst hier unendlich Knochen reintun und so. Nice. Nimm dir. Ich finde es aber auch geil, dass Kevin einfach so drauf ist. Die ganze Zeit sammelt er kein Holz, ne? Außer man benutzt Holz, um damit etwas zu bauen. Dann klaut das die. Ja. Das kann nämlich große. Vor zwei. So. Soll ich mal einen Stock nehmen? Damit ich das halt wieder ins Feuer machen kann, damit das Feuer nicht wieder instant despawnt. Wegen der Reise, ich eine Bitte, könnte ich noch das Fundament fertig kriegen, falls es wirklich über die Nacht jetzt eisig wird? Ja, dann mach mal vor die Karotti. Ich bei mir schon. So, ich muss mal Licht einstellen. So. Meine Tasche ist lichtlos. Ich glaube, das reicht auch erstmal von der Entfernung, wie man aufs Wasser kommt, oder? Ich glaube, ja. Muss ja nicht übertreiben. Nee. Eventuell mal. Ich so ein bisschen baumhausmäßig bauen noch. Das Problem ist, jetzt denkt sich jeder, was machst du denn für eine Scheiße? Ich muss den genauso hinbauen, weil ich unten sonst den Baumstamm nicht so hinkriegen kann, wie ich will. Ich wäre schon sehr nice, wenn ich dann zum Beispiel dieses Seilbahn und so holen könnten und so. Dass ich dann die Baumhäuser und Co. machen könnte. Alter, könnt ihr jetzt auch, wenn die ganze Zeit die Tiere hier töten? Die ganze Zeit nur Hasen quietsche. Jetzt musst du es aber. Jetzt bin ich total unter Druck und muss mich beeilen. So also wie immer. Ja. Zack. Ich bin vorbei, dass ich prima. Zack. Prima. Wir leben das Leben, die Liebe und die Lust. Ich hoch. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer das. Ah, unter Wasser gefallen. Hast du mir mal gefallen, du? Ah ja, Captain. Damit es ein bisschen schneller geht. Kannst du, mal bei den Teilen. Ich nicht. Was? 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 Ja, ich hör zu. Bei den Teilen hier vorne, bei den ganzen Schrägen, die ich dran habe, immer nur ein so ein halbes Brett dran packen. Sehe ich nicht. Das ist echt nicht? Realistisch, nein. Da muss ich beeilen. Lauf! Lauf! Du weißt, ich helfe gern, aber das kriege ich hier. Ich. So. Oh, ich bin gleich soweit. Mhm. Ich brauche nur das Fundament. Ich schwöre. Jetzt ist es mir dunkel, Leute. Tut mir leid. Mach Feuerzeug. Ich verstehe. Ah, du hast auch, glaube ich, noch eine Taschenlampe, oder nicht? Ja, es kann sein. Welcher Designer kam auf die Idee, das Feuer eigentlich lila zu machen? Schwarzlicht und Flecken zu sehen. Ja, das ist bei Vorhaus sehr wichtig. Ich glaube schon. Aber ich habe noch nie ein Feuerzeug mit Schwarzlicht gesehen. Ich schon. Echt? Mhm. Hui. So. Du hast ja nicht mehr Sterne am Himmel. Sterne am Himmel. Sterne am Himmel. Ich kenne den Text nicht. Oh. Ach so, ja, stimmt. Hab ich vergessen. So, wir können. Obwohl, warte. Ach doch, den Balkon kann ich nächsten Frühling machen. Ach, das müsst du gar nicht. Oh, Kevin schon TV, die Augen ist okay. Nee, so, ich gucke ihn an, so kommst du jetzt, hä? Und los. So, und da meine Sanity ganz fit ist, muss ich nicht viel essen. Essverhalten ist auch ganz legit. Da muss ich nur eins essen und dann kann ich was trinken. Wie voll bist du denn? Ja, du bist auch voll mit deinem Essverhalten. Du hast gerade umsonst noch ein Stück Fleisch gefuttert. Nee, ich brauch immer zwei. Nee, dein Essen war fast zur Hälfte voll. Du hast dann eins gegessen, aber nur noch ein ganz kleiner Spalt übrig. Und den hast du jetzt vom Fleisch fast. Mit einem Verfressen. Ich hänge. Ziemlich hängen geblieben. Ist nicht schlimm, das macht dich sympathisch. Okay.
Hä? Okay. Guck mal. Ach nee, ist ja nicht Prim. Gelacht haben wir alle. Wollen wir so lange das Tor auflassen, ist eine scheiß Idee, glaube ich, ne? Ja, warte mal. Ich muss mich mal entladen. Das ist ja eine schlaue Idee. Halbes Holzbrett. So. So. Tücher lasse ich da. Jetzt habe ich doch ein paar Tücher gehabt. Die habe ich hier oben eingesammelt. Ich bin bloß am Überlegen. Ich glaube, das ja. Komm, wir können. Moment. Ich habe zwei Fleisch mit, das reicht. Warte, 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 warte. Ich muss gucken. Ist meine Feldflasche voll? Ja, was war's drin? Ist meine Feldflasche voll? Woran siehst du das? Und du kannst auch unten drauf zeigen. Nein, du hast deine nicht gefüllt. Das ist eine blaue Wasseranzeige. Alter, Kevin, ich zerteile gleich deinen Schädel wirklich. Warum? Weil die ganze Zeit im Weg steht, jetzt hat sich die Alte wieder reingesneakt. Das am Tor war gerade ich. Du hast mich die ganze Zeit weggedrückt. Nicht die ganze Zeit. Wie hast du die Tür zugemacht? Ist das ein ekliger? So, also unsere Mission ist jetzt zuerst die Seilrutsche, ne? Ich glaube, es wäre sogar am besten mitunter, weil da finden wir auch extrem viel Stuff. Also Seilrutsche, ach, das war diese Riesenhöhle, ne? Mhm. Oh. Weißt du, wo die war? Ja, ich glaube. Schon. Das war die Höhle, die hier in der Nähe ist, also Anführungszeichen, die als nächstes. Genau, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Sondern wir müssen ja von oben runter. Mhm. Das heißt, wir müssen wieder zu diesem komischen lilanen Punkt, der komischerweise immer noch lila ist. Okay, und da ist, glaube ich, die Höhle in der Nähe. Ja. Das ist schon echt gefährlich, wenn die hier die ganze... Was ist denn da passiert? Ich muss trinken. Ich habe vergessen, von zu trinken. Ich dachte, du bist voll. Na, essen technisch, aber ich habe vergessen zu trinken. So, jetzt komme ich. Willkommen. Ich habe meine Ausdauer ist nicht so hoch. Alles klar. Und dann gehen wir eine Runde spazieren. Yeah. So viele Einkünfte. Einmal über das Wasser. Ist das ein See oder das, was ich denke? Nee, ist ein See, ne? Ist ein See. Sind du jetzt schon wieder? Da bist du. Mal kurz zum See abgedriftet. Ist das eigentlich. Das kann dann nicht dieselbe Höhle sein von wie bei The Forest, ne? Wie meinst du das? Naja, das ist ja eine andere Insel. Nee, ist dieselbe Insel. Ah, wo ist denn das große Loch hin? Weiß ich nicht. Eigentlich kehren sie ja zu dieser Insel zurück. Genau, da so weit bei sie auch, aber war da nicht ein großes Loch? Oder soll es das gerade darstellen, dass sozusagen der See. Kann einfach sein. Oh, das ist ja eine coole Idee, wenn sie alles geflutet haben. Das ist eine Art Erholungsresort gedünnt sein, so. Ich glaube, da kommt so ein Krater nicht so geil an. Touché. Weißt du, was lang geht? Nö. Da bist du. Hi. Hallo. Ich fühle mich jedes Mal ausgesetzt. Warum? Du rennst sofort so. Ach, egal, ob sie hinter mir ist oder nicht. Einfach rennen. Und dann so, wo bist du? Nein. Ich drehe mich im Kreis. Bin verwirrt, habe Angst. Bin allein, kalt, nackt im Wald. Von nackt. Das erste, worauf man kommt, wenn man sozusagen allein gelassen wird, ist erstmal ausziehen. Du wirst dich wundern, aber wenn Menschen erfrieren, dann ziehen sie ihre Kleidung aus. Warum? Das ist eine Art Schutzreflex. Der Körper versucht irgendwie auf die Situation klarzukommen. Musik anmachen. Sozusagen kurz bevor Menschen, glaube ich, so den Erfrierungstod nahe sind, ziehen sie sich meistens aus. Hättete! Ich lecke. Ich bin kurz. Ich bin ganz doll.
Okay, jetzt bin ich wieder da. Oh, oh. Kisten. Ja. Nice. Platin. Wodka. Oh, sei. Oh, okay. Brauchen wir unbedingt Geld? Nee, nur zum Anheizen von Feuer, ne? Also ich weiß halt nicht, ob irgendwas Herstellungsmäßiges, Wichtiges für Geld jetzt da ist. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht, wenn wir später irgendwas anderes noch kriegen, denn vielleicht, aber das können wir ja jetzt noch nicht einsehen. So alle Seile und so eingesammelt und Tücher? Ja. Warte mal, ich will mal was probieren. Schade. Oh, warte mal. Was ist das? Ich glaube einfach nur so ein Aussichtsturm. Okay. Tü-tü-tü. Spiel haben wir es ja nicht gerade. Kurz vor ist fertig. Hallo. Was geht? Hi. Jetzt haben wir ein paar Kräuter für die Heilung und so. Oh, das ist eine gar nicht mal so doofe Idee. Jetzt ist die Frage. Was denn? War die Höhle wirklich so weit weg? Oder war das die Höhle, die hier so angezeigt war? Ist. Ich habe ja gemeint, die Höhle in der Nähe. Genau, aber das ist sozusagen ja das andere Ende. Da kommen wir, glaube ich, noch nicht hin. Nimm wir erstmal die hier. Wir haben ja so eine kleine Höhle vor uns. Ich höre die Viecher. Welche Viecher? Die Kannibalen. Ich höre nichts. Yep. So, so ein netter Spaziergang im Walde. Ich glaube, hier ist doch die Steinschleuder gewesen, oder? Jupp. Nice. Warten, Empfangskomitee. Ein Tuch. Steinschleuder. Hier ist ein Seil. Ein Tücher. Ein Stoff. Hm. Aber die Höhle war es denn nicht? Mm-mm. Die war bei diesem Caddy. Also diesem Caddy-Wagen. Dann zack, wir müssen noch ein bisschen weiter. Ich glaube, das machen wir heute noch, oder? Wie spät ist es denn? 21.40 Uhr. Okay. Grins. Du warst ja noch was anderes spielen, ne? Nö. Die Überlegung ist mal groß, allerdings ich verirre mich immer in den Games, das ist das Problem. Wir verirren. Ja, dass ich Lust drauf habe, das Game weiter zu spielen. Was wolltest du denn noch spielen? Weiß nicht, ich wollte überlegen, immer mal wieder Overworld zu zocken, allerdings. Allerdings? Hab ich grad Bock auf Overworld. Was ist das? Ich glaube nur ein Baum. Ich hoffe nur ein Baum. Da hatte ich auch keinen Orientierungssinn. Fügst du uns denn hin? Ich gehe langsam. Wo ich uns hinführe? Ja. Eigentlich da hinten zur Höhle. Sind gleich da. Oh, alter Schwede, ist das. Ich bin mir langsam. Safe ist das eine andere Höhle. Ja, ich bin. Oh, was ist das denn? Die war niemals so weit weg. Die war ja gleich bei uns an der Ecke. Da
Vielleicht finden die wieder was anderes Cooles. Und dann können wir nachher noch oder nachher noch bei uns um die Ecke. Oh, warte. Nicht so schnell, bitte. Ja gut, warum vorsichtig sein, ne? Hä, was? Er ist da. Also der Weg ist bei mir auch ein bisschen, kommt mir nicht mehr so bekannt vor. Hier sind wir. Hier ist die Höhle. Ach nee, das war die Höhle, die wir nicht gefunden haben, glaube ich, ne? Mhm. Ach lol. Ach bitte. Die andere war halt genau in der Nähe, wo ich meinte, so dort die Höhle ist es. Und dann meinst du, nee, das ist es nicht. Genau, aber kommen wir da hoch? Weil wir gehen ja normalerweise... Es ist doch unten beim Caddy dort gewesen, wo das Auto steht, die Eingang. Ja. Ja, und das war dort. Okay, ja, für du uns. Nö. Ich weiß nicht, was sagen. Nee, ich, warte mal. Ist hier hergeführt, also führst du uns doch zurück. Ist hier vielleicht? Nee, auch nicht. Schadi. Der Eingang müsste hier sein, eigentlich. Freispringen, okay. Lurk, danke für den Lurk, Manchi! Danke! Hui! So, jetzt muss man mal gucken. Aber so haben wir einen netten Spaziergang gemacht, finde ich auch mal schön. Mhm. So kommt man auch mal in die frische Luft. Ein bisschen Bräune haben wir auch bekommen. Ich weiß nicht, warum man plötzlich strotzt du vor Ausdauer. Was? Ich weiß nicht, warum man plötzlich strotzt du vor Ausdauer. Warte mal hier. Willst du gerade zum Lian laufen? Nope. Die ist aber gerade in der Nähe, deswegen. Wo bist du denn? Da. Sag jetzt nicht, das war der Vergrabene. Kann sein. Oh, Bären. Oder was ist der von der Klippe chillt? Ich glaube ja. Hä? Den haben wir doch schon. Den haben wir doch schon gehabt. Ja, da oben hängt nichts mehr. Nee, liegt hier unten, deswegen. Wodka. Noch ein GPS-Peilsender. Ja. Okay.